Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Heute ist es wieder soweit. Cops vs. Racer steht an und wer aufmerksam hinguckt, sieht, bei den Cops, da ist eine Einheit, die man eigentlich sonst nur aus Most Wanted kennt, und zwar der RS6 ist am Start, und zwar haben wir den ausgetauscht gegen den M4. Wir sind nämlich aktuell so ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren. Unter anderem eben soll ja der R6 zur neuen Standardeinheit beim Most Wanted Format werden. Und ja, das Debüt dafür feiert er erstmal beim ganz normalen Cops vs. Racer Format. Das probieren wir heute einfach mal ein bisschen aus. Heute mit dabei im Übrigen der Andy Ergos, Acid Burn, Crapper, Filmexperte, Sturmgolf, Mr. Elvinko, Yuma, Date, Planlos hoch 3 und Schöni. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Servus. Natürlich gibt's auch in der ersten Runde schon mal ein paar Racer mit dabei. Natürlich darf ein Supra nicht fehlen. Ja? Ich habe so das Gefühl, wir werden in der zweiten Runde auch wieder einen sehen. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich würde einfach sagen, wir verlieren da gar nicht so viel Zeit. Wir beginnen einfach damit. Und ja, dann geht's los mit der ersten Runde. So, jetzt ist aber richtig Nacht geworden. Perfekte Zeit, um Verbrecher zu jagen, bzw. Racer zu jagen. Die sind schon unterwegs, haben hier einfach mal diese Laterne umgefahren. Sauerei, sowas. Leuchtet aber noch. Krasses Ding. Ja, wie machen wir die Aufteilung? Ich würde sagen, die Insignias kümmern sich so ein bisschen um den Außenbereich, also ein bisschen den südlichen Außenbereich, Flugplatz und so weiter. Bei den Golfs ist es so, zwei Golfs im nördlichen Bereich der Hauptstraße und einer im südlichen Bereich der Hauptstraße ein bisschen unterwegs sein, aber halt noch in der Stadt. Und ich mache einfach so ein bisschen der Springer, Autobahn, alles Mögliche so ein bisschen. Ja gut, dann gehe ich in die Und dann geht's los in 3, 2, 1, go! Ja, bleib einfach mal Golfs stehen, dass mir keiner die Karre zerschießt. Den südlichen Fahr Bereich macht. Fahr in den nördlichen Bereich. So, jetzt fahren alle in den Norden, auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Verteilt oder als Zweiergruppe fahren? Die Golfs können sich ein bisschen, einer macht mehr halt so den östlichen, einer mehr den westlichen Part, hätte ich gesagt. Ja, ja, okay. Verteilt. Und einer halt eben mehr so im südlichen Bereich, und dann machen wir halt wie immer Bambini-Taktik. Ja, ansonsten Regelwerk wie immer in der Videobeschreibung zum Nachlesen, oder man guckt sich einmal die alten Folgen an, da wird das oftmals auch noch erklärt. Im Großen und Ganzen geht es aber einfach darum, wir müssen die Cops kaputt hauen. Die Cops, die Racer. Die Cops. Ich bereite mich schon mal für die nächste Runde vor, deswegen. Alles so schön ruhig hier. Noch ist es ruhig. Ich fahre jetzt einfach mal Autobahn runter und dann fahre ich über den Flugplatz wieder rein. Mal gucken, was, ob da jemand ist. Da gibt es auf jeden Fall illegale Track Races. Das geht ja mal gar nicht. Aber die gehören nicht zu uns. Oh, schade. Das ist nicht unsere, unsere Einheit, die dafür zuständig ist. Das ist auch ganz klar. Ja, bei mir im Team, vielleicht noch kurz erwähnt, Eragos. Bei mir im Team, Crapper, Sturmgolf, Yuma und Planlos hoch 3. Das Präfix Gewinnerteam machen wir dann am Ende dazu. Sei nicht so vorlaut. Ja, ja. Oh, ich hab da was. Da fährt was nördliche Flughafenstraße Richtung Stadt. Okay. Ich bin on the way. Was es ist, kannst du auch noch sagen, oder? Sah mir nach einem Porsche aus. Andi. Jawohl, direkt mal Andi ärgern. Hab ihn aber verloren, weil ich umdrehen musste. Okay. Ja, der ist rübergefahren, ja, Autobahn. Der ist Autobahn, ja, der ist bei mir. Leider entwischt, aber Richtung Autobahn gefahren. Mir ist sicher, ob er auf der Autobahn drauf fährt oder dann abbiegt. Ich fahre mal Autobahn entlang, also hoch. Man sieht's aktuell noch nicht. Ja, das ist so blöd, dass da eine Kuppe ist. Ich fahr mal da einen südlichen Flugplatz runter, ob er da vielleicht lang gefahren ist. Ich bewege mich mal Richtung Autobahnkreisel. Jo. Auch unterwegs. Schau mal, wie viel für Autobahn. Ansonsten mal Position erstmal halten. Zwei Racer in Richtung Stadt von Autobahn zum mittleren Kreisel.
Einmal den Pontiac und einmal den Porsche. Machen gerade einen Drag Race. Vom mittleren Kreisel? Also vom Flugplatz aus zum mittleren Kreisel. Über Autobahn. Wir haben gerade einen Drag Race gemacht. Sicher, dass es unsere waren? Weil zwei, die einen Track Race gemacht haben, habe ich auch gesehen, aber das war nicht unsere. Es war ein Pontiac und ein Porsche. Okay. Ein bisschen auffällig. Hatten wir ja, in welche Richtung? Richtung mittlerer Kreisel? Oder ja, von da weg? Nee, in Richtung mittlerer Kreisel und danach habe ich die nicht mehr gesehen. Die sind an mir an der, also in der anderen Spur vorbei. Ja, Pontiac Richtung nördlicher Kreisel. Hab ihn frontal getroffen. Auf ihn mit Gebrüll! Fährt Richtung nördlicher Kreisel. Mein Wagen ist so kaputt. Ja, dem seinen Wagen ist aber auch so gut geschossen. Ja, ich hab den runter. Ich komme. Wir alle. Soll ich hinten dranbleiben oder direkt drauf kommen? Also eine intakte Einheit soll vielleicht erstmal dranbleiben. Ja, okay, dann bleib ich dran. Fährt jetzt Hauptstraße? Muss ich reparieren, du musst alleine dranbleiben. Ja, ich bleib dran. Ich hab den frontal getroffen. Ja, du hast ihn gut getroffen. Fährt jetzt Richtung Castle. Ja, damit. Okay, warte, ich fahre. Ja, ich komm vom jetzt. Ja, ich hab. Ja, jetzt. Er hat die Kurve nicht gekriegt. Ist gegen Baum gefahren. Unerhört. Wenn das Greta mitkriegt, wie der mit Bäumen umgeht, ey. Ende. Direkt Ende. Bei der Baum erst gerade noch was gegen Greta. Jetzt fährt er. Oh, mir kommt die Supra entgegen. Fährt jetzt Richtung nördlichen Kreisverkehr. Der Dodge ist jetzt. Fährt jetzt wieder Richtung Hauptstraße. Ist jetzt Supra rechts abgebogen in der Hauptstraße. Kreisverkehr. Fährt ja, jetzt Richtung Rathaus. Das der Bürgermeister hört. Ja. Unerhört. Boah, da kam auch einmal ein Dieb. Aber der kann nicht mehr schnell sein. Nee, der hat. Ja, das ist ja der Jeep Wrangler-Ding. Ist das einer von uns? Ja, der Jeep ist von uns. Der rote Jeep. Ist ein Passant Wrangler. Hier, wo das stand. Fährt jetzt Richtung Strand. Okay, jetzt habe ich voll verplant, wo es lang geht. Ja, okay. Also immer noch auf der Hauptstraße Richtung Strand. Wer ist der Insignia hinter mir? Ich, das bin ich. Ja, ich versuche mal auszubremsen. Ja, mach mal. Ich versuche. Ja, dass du zur Not dranbleiben kannst. Also ist er schon auf der nördlichsten Straße? Noch nicht, er ist jetzt aber abgebogen, bevor er zur nördlichen Straße kommen konnte. Fährt jetzt Richtung Berggrundstrecke. Okay, da bin ich gleich. Dann mach ich schon was. Also fährt er nach Süden? Ja, jetzt fährt er nach Süden. Yeah, weißt du, ich dachte, ich kann ihn hier abpassen. Ah, hier ist er. Ja, ist jetzt auf der... Porsche mir entgegengekommen, ganz im Norden. Ich versuche mal am Porsche dran zu bleiben. Mach das mal mit dem. Ist jetzt auf der Berggrundstrecke falsch, also gegen Uhrzeigersinn. Oh ja, toll. Oh ja, komm. Ach. Ich bin mir selber nicht so sicher, wo halt der Porsche jetzt langgefahren ist. Warte, ich stell mich vor. Oder warte, nee, ich versuche es. Okay, ich bin mehr entbehrbar. Ja, ich schließe auf euch auf. Ich sehe euch. Oder, okay. Jetzt müssen wir ja bekommen, sind zu viert. Ja, warte. Einer vorne ran, zwei in die Seite, einer nach hinten. Ja, in den ja am besten vorne, der ist am schwersten. Shit. Ja, warte, lass mich am vorne. Bei der immer noch Berggrundstrecke? Ja, immer noch. Jetzt an den zwei Kreiseln von der Berggrundstrecke. Oder einer nimmt Schwung und trifft sie nochmal von vorne. Er fährt weiter Berggrundstrecke. Ja, oder halt. Oder er dreht jetzt, ist jetzt immer noch in den Kreiseln, fährt die Kreiseln, die zwei kleinen. Wenn der Castleview fährt, kommt er mir entgegen. Fährt jetzt Castleview. Ich sehe ihn. Ui! Das sind die Cops. Scheiß. Ja, macht es. Der schnell zurück. Alles klar, voll gegen Baum. Ja, ich konnte nicht. Da geht nicht mehr viel bei dem. Nicht anschieben, nee. Nicht anschieben. Einfach jetzt nur vor. So, jetzt eine. Dahinter. Nein! Ah. Warte, der kann nicht mehr weg. Schiebt ihn an die Mauer, schiebt ihn an die Mauer. Da schiebt ihn an die Mauer oder an den Baum. So, Golf davor. Davor. Ja, jetzt. Nein! Sorry. Dann haben wir einer raus. So, Nummer 1 haben wir. Perfekt. Dann wieder verteilen oder je nachdem reparieren auch. Ja, ich muss nicht reparieren. Also ich bin jetzt gerade bei der Strandstraße, weil ich mich gerade repariert habe. Das heißt, ich kann gerade nicht also weiter in der Stadt weg. Haben wir irgendwas? Ray, hast du noch was gesehen? Nee, mir ist nur an die entgegengekommen, aber keine Ahnung wohin. Wenn da mit Fullspeed entgegenkommt, dann
In der Stadt. Nee, hab die Supra von vorher auch wieder verloren. Ja, ja. Okay. Einfach mal verteilen und dann schneller Zugriff, schnell rausnehmen. Das ist immer noch der beste Weg. Lief doch mal. Ja, das war halt der große Vorteil, dass ich den frontal getroffen hat auf der Autobahn. Ja gut, das war halt... Das ist ein Kopf. So, wo fährt denn der andere Insignia hin? Ich hab einen Porsche. Wo? Oh, okay. Am Park. Am großen. Also jetzt... am nördlichen? Ja, am nördlichen. Nee, am südlichen, Entschuldigung. Südlichen. Okay. Park. Also in der Nähe von Castleview, das ist ja... Ja, in der Nähe von Castleview. Genau. Okay, wo da ungefähr? Jetzt an diesem kleinen Dreieck da. Fährt... Okay. Ja, ich hab ihn verloren wieder. Schade. Fahr mal Richtung Castleview. Der müsste irgendwo an der Kirche... an der Kirche, sag ich schon, an der Castle rauskommen. Wenn er nicht gewendet hat. Sehe nicht, leider. Hab den Tamo, der fährt Richtung Flugplatz, nördliche Flugplatzstraße. Von der Stadt raus, Castleview. Okay, ich komm. Ich hab den Porsche wieder. Ja, auf der wo? Hauptstraße. Jetzt zu den großen Kreiseln. Okay. Zu den vier, also ist jetzt dann der nördliche Teil der Stadt. Dann bitte mal alle zum Tamo, außer ich und der schon am Porsche dran ist, geht zum Porsche. Ja, ich bin hinten dran. Ich versuch. Ist jetzt in ganz. Noch dran zu bleiben. Ja. Ich sag da jetzt nichts mehr an. Wo ist er? Ich hab ihn wieder verloren. Immer noch bei den großen Kreiseln. Er fährt jetzt auf die Hauptstraße wieder, der Porsche. Muss gleich kommen. Fährt jetzt Richtung Autobahn. Kreisel. Ja, ich glaube, ich hab's gesehen in der Entfernung. Bin gerade auf dem Schienen. Ich komm rechts. Ah, ja, ich seh's. Ich bin links. Ich glaube, der Tamo ist... Hoffen wir mal, dass er geradeaus durchgezogen ist. Ich fahr mal nach links. Ich hab Tamo, er fährt Richtung Stadt. Ist links, Ray, links. Und ist komplett in Verkehr gefahren. Heißt, er ist so gut wie Sport. Ist jetzt hier rechts. Tamo hat Mittelmotor. Bleib mal am Tamo dran, ich komm gleich. Ja gut, Tamo fährt jetzt mittleren Kreisel. Da ist das Ding schnell. Ray, sonst konzentriere dich auch auf den Tamo. Dann versuch ich am Porsche dran zu bleiben alleine. Nee, den machen wir jetzt, das passt schon. Okay, jetzt kriegen wir hin. Beim großen Kreisen. Wo ist die Stadt? Südlicher Park, jetzt Castleview. Okay. Und Tamo ist in der Stadt am großen Kreisel? Also er ist gerade von dem Kreisel in die Stadt. Fährt jetzt Richtung Bergbahnstrecke, Ray. Mhm. War ich dann auch, ja. Boah, Bergbahnstrecke. Ja, fährt Bergbahnstrecke, richtige Richtung. Schließ auf, ich hab euch gesehen. Ah, scheiße. Mir kommt da so Impresa entgegen. Auf Berg und Strecke entgegengesetzt. Ist egal, wir bleiben jetzt beim Porsche. Ja, ich sehe ihn kaum noch. Oh, ich hab den Impresa vorne. Bieg von der Berg und Strecke links ab. Jetzt zur kleinen Kreisverkehr, ne? Ja, Richtung kleinen Kreisverkehr. Jetzt auf der Castle View, jetzt auf der Castle Road, auf der Kopfsteinpflasterstraße. Fährt in die Stadt rein. Also Impresa. Das ist direkt erster Kreisverkehr links, meinst ja, du, ne? Genau. Ich sehe ihn aber kaum noch, ich sehe ihn nur am Horizont. Ist jetzt rechts abgebogen bei diesem S. Pass auf, hier stehen ein paar Passanten. Ja, das erste S runter. Ja, genau. Jetzt habe ich verloren leider. Golf hinter dem Impresa, schau, dass ihn irgendwo in eine Wand reinknallst oder so. Ich habe ihn verloren, den Porsche. Ah, da ist er, Hauptstraße. Der ist jetzt hier nach links abgebogen. Mhm. Ja, fahrt vor. Boah. Ja gut, aber jetzt wo, ne? Ja, ich hab ihn nur aus dem Augenblick noch gesehen. Ja, nee, komm, lass alles auf den Tamo setzen. Seid ihr da noch dran? Nee, aber wir haben einen Impresa an der Hauptstraße jetzt. Ja, da sind wir gerade. Abschießen. Ah, genau. Sehen. Ja, das wird nix. Perfekt. Oh, sorry. Hatte schon Schaden. Oh. Sorry. Ah ja. Das war nicht, ich bin nicht der Racer. Da war auch der Subaru, ne? Der Subaru, meine ich. Ja, das. Jetzt egal, das sehen. Ja. Dann haben wir. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Anbremsen, fertig. Wir fahren da jetzt weg. Ziegen hier. Na, fuck it. Ich bleib hier. Wär's einfach stehen geblieben, ey. Dann hätten wir ihn gehabt. Ich dachte, den habt ihr, scheiße.
Ja, warum? Der ist hier, jetzt. Nicht drauf an. Nicht so ja, fest hinten drauf. Nur vorne drauf, wenn dann. Jetzt so. Hinten dran. Ja, ich muss erst wenden. Das Ding ist ein Schiff. Ich versuche die Verfolgung mal so aufzuhalten. Jawohl, ja. Supra kommt jetzt Bahnhofstraße raus. Welches? Und fährt dann nach rechts. Richtung. Edinburgh Castle. Ja. Das S wieder hoch. Welches S? Das östliche oder westliche? Nein, ist nicht das S hochgefahren. Ist die Straße vor dem S nach links gefahren. Also in die untere Stadt gefahren. Da hat er nur zwei Möglichkeiten abzubiegen. Aber ich hab verloren. Ich fahr mal zur Hauptstraße. Ja, ich bin an der Supra dran. Bahnhofstraße. Bahnhofstraße jetzt durch und die Unterführung durch. Fährt jetzt okay. Richtung zu dem Verwurschelten da. Zu dem Verwurschelten. Also nach Süden fährt er. Ja, nach Norden, nach Norden. Okay, ja, ich sehe ihn. Ich bleib stehen. Ja. Fährt weiter geradeaus. Fährt nach Norden, fährt zur nördlichsten Straße. Ja, ich schließe auf. Er fährt jetzt rechts, ist rechts auf der nördlichen Straße. Was ich, sorry. Danke, du Drecksinsigner, geh mal einmal um die Kurve. Danke, Straßenbahn. Ist weiterhin auf der nördlichen Straße. Ja, fährt quasi Richtung Strand. Ja. Aber noch ganz im Norden in der Stadt. Ja. Bin am nördlichen Park. Bremst, fährt jetzt wieder auf die Hauptstraße. Ja, okay. Also am nördlichsten, sorry, ich kann nicht so stark bremsen, sorry. Ja, der ist aggressiv, der versucht zu haben, das ist Vincent. Oh. Wo sind wir? Auf der Hauptstraße jetzt? Ja, auf der Hauptstraße. Jetzt sind einen dran. Genau. Kommandos, bitte. Wir sind da immer noch an dem ganz nördlichen Eck Richtung Stadt rein. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Da, wo quasi ja, so ein bisschen diese Blitzezone, den einen komischen Boomerang haben. Ja, wir haben. Aber ich glaube, nicht bewegen. Na, dagegen fahren, rechts. Er ist tot. Ja, jetzt. Jetzt haben wir. Ja, ein bisschen zu früh. Ein bisschen Geduld müsst ihr schon mitbringen. Ich gehe mal kurz zu Castle View. Ja, ich muss mich auch reparieren. Wir haben noch 4,5 Minuten. Also irgendwie eine Verfolgung zustande kriegen, wäre schon gut. Oder da vorne fährt irgendwas Schnelles. Könnte ein Racer sein. Also. Ja, es wäre geil, wenn wir zwei Verfolgungen halt aktiv kriegen, dass wir die noch zu Ende bringen. Und dann nicht direkt ran, sondern wir fährt auf der Castle-Straße. Auf der, wo die Kopfsteinpflasterstraße ist. Castle-Straße Richtung Osten, was fährt da? Ist das von uns einer? Nein. Oh, hier ist das Harbo. Am Ende der Castle-Straße. Ja, wir sind hinter dir. Ah, genau. Ich dachte, dass es besser ist. Wo ist der hin? Wieder dort bei den Obern. Ist jetzt wieder da, wo dieses Kreuz ist auf der Hauptstraße. Fährt jetzt die nördlichste Straße drauf. Und dann Richtung Westen, oder? Auf der nördlichsten Straße. Genau. Richtung Westen, genau. Fährt also okay. Richtung Straßenbahn-Endhaltestelle. Fährt jetzt links Richtung Bahnhofs. Was verfolgt ihr genau? Tamo. Okay. Jetzt rechts auf die Hauptstraße drauf. Höhe Rathaus. Jetzt rechts in den Norden der Stadt. Oh. Wieder rechts. An dieser Siegessäule. Wieder rechts. Auf die Hauptstraße. Ja, der hat einen Kreis gedreht. Ja. Da ist er, der Sack. Hat der Heckmotor oder Mittelmotor? Mittel. Ich glaube, der hat einen Mittelmotor. Voll hinten drauf, wenn wir die Chance haben. Festsetzen ist immer noch am effektivsten in dem Modus. Ja, ich meinte nur, damit wir den schon mal ein bisschen schwächen. Fährt er ganz normal aus der Stadt raus? Ja, fährt ganz normal Hauptstraße, Stadt raus. Oh, Straßenbahn, Vorsicht! Rechte Seite, Straßenbahn. Oh, danke. Für die Info. Oh, shit. Sorry. Fährt ist jetzt gleich Richtung, ist jetzt gleich nördlichster Kreisel. Okay, ich bremst. Das ist doch der zweite, das ist der Porsche noch. Versucht sich einer dran zu hängen. Am besten du. Du hast den schnellsten. Ja, ich versuch's. Ja, ich muss alle anderen sind gerade langsamer als du. Ja. Ziemlich gleiches Problem. Fährt die Autobahn? Ja, fährt die Autobahn. Ist jetzt mit linke Seite, nein, also richtige Seite.
Du hast auf einen Porsche getroffen, oder? Oder nicht? Nein, leider nicht. Oh. Doch, oh. Ja, aber langsamer. Bin voll in den Porsche hinten reingefahren. Sorry, Junge. Porsche mittlerer Kreisel. Ja, sehen beide. Also ich versuche nur am Porsche dran zu bleiben, macht ihr den Tamo fertig. Ich bleib dran. Tamo okay. Fertig. Alles klar. 2 Millionen Villa. Tamo zu 2 Millionen Villa. Macht den Tamo, ich bleib einfach am Porsche dran, dass wir eine Aktivverfolgung haben. Porsche versucht mich nämlich jetzt kaputt zu machen. Ich habe kaum Schaden gekriegt, also ey. Das ist echt heftig. Ich hab nicht groß getroffen, nur gestrichen. Wo fährt, wo ist der Tamo? Wo ist der? Tamo, 2 Millionen Villa Einfahrt von der Straße. Aber muss die zwei machen wir werden. Jetzt noch. Die zwei machen wir jetzt noch. Macht alle Einheiten auf den Tamo und fertig machen. Einer versuchen immer ein bisschen passiv zu bleiben, also nicht zu attackieren. Einer von euch nicht attackieren, nur versuchen immer dran zu bleiben und die anderen okay. Machen kaputt. Okay, Golf, klopp ihn, ich hab 0% Motorschaden. Okay. Hau drauf, was du kannst. Versucht ein bisschen langsam zu machen, dann kommen in die noch Tunnelwand zwei Golfs rein oder so. Ja. Oh, dieser scheiß Taxi, Alter. Ah, fuck. Das ist super, jetzt haben wir uns beide. Fährt Richtung Castleview. Ja, wir sind hinter euch, wir kommen jetzt. Lass mich vor. Jo. Sorry. Letzte Minute, aber solange die Erfolgung aktiv wer ist, alles cool. Wer sich repariert, geht bitte einer mal kurz zur Castleview, wenn es geht. Ja. Weil da kommen wir gleich durch. Und bist du wenigstens näher dran. Nee, hat überhaupt einer von uns Schaden? Ja, ich hab einen Rest. Ja, dann, ja, Port. Du hast halt über mein Heck getroffen. Ja, Castleview Road. Vorsicht, ein bisschen rum. Polizei. Dieser Umbau ist illegal. Oh ja. In die Stadt rein, in die Stadt rein. Links, links. Rechts, Berggrundstrecke. Richtung Berggrundstrecke. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich Andi verliere. Jetzt mal in zwei Kreisel. Doppelkreisel. Fährt raus Richtung Regedenkstraße. Können wir nur hoffen, dass er sich in die Mauer haut. Fahrt hier ein bisschen vorsichtiger. Oder wir hauen ihn in die Mauer. Genau. Ja. Aber wie gesagt, fahrt ein bisschen vorsichtiger, genau deswegen. Insignia, wer sind denn abgehoben? Ja, passt auf, deswegen, genau deswegen. Ja, damit sowas nicht passiert. Das halten wir uns hier gegenseitig. Ist jetzt Ende der Driftzone fast. Also Schienen. Ja, ein Schienen, genau. Schienen. Fährt weiter. Geradeaus weiter. Achtung, Minispawn. Ja, Vorsicht, hier ist viel Verkehr. Ja, ich glaube, ich habe dem richtig viel Schaden gemacht, als ich dem vor der Kanüle hinten reingeknallert bin. Bremst. Ja, der hat wahrscheinlich wegen mir gebremst, weil ich entgegengekommen bin. Vorsicht, ja, komm. Ja. Er ist von der Straße abgekommen. Der will drehen. Ne? Also wir sind schon ausbremsen. Längst in der Overtime, ne? Ich will es nur ja. Sagen. Also kein Reparieren mehr. Vorsicht, komm, Insignias. Hol in dir. Komm her, mein Süßer. Der hat aber noch gutes Speed. Ja. Achtung, Golf, ich bin jetzt schneller. Boah, hat der kann er gut gegenhalten. Uah. Ja, sorry. Oh, vorsichtig, Kajaut. Ja, hab ich. Alles gut. Ja, Mann. Die langsamste, Achtung, dummste Verfolgung ever, die ich hier gerade mache. Vorsicht! Weißt du immer noch Strandstraße? Ja, Strandstraße. Strandstraße. Aber direkt. Ja, gut. Hinten ran. Ja, sorry, ja. Nein, Golf, verdammte Kacke. Nein. Der Name. Stehen bleiben. Den! Okay, raus. Ray, wo bist du? Wo bist du, Ray? Ich hab ihn verloren. Nein, hab ich nicht. Halt. Oh. So, wir fahren jetzt gerade Castle hoch. Also von diesem Blitzerzonen-Dings. Ah ja, okay. Sind jetzt gleich an der Kreuzung quasi, wo die Blitzerzone endet. Fahren natürlich Castle jetzt Richtung Osten. Ja, ich fahr mal Castle-Strecke entgegen. Also Pflastersteinweg sozusagen. Ich fahr unten zu dem ganz noch kleinen Kreisel. Noch fahren wir ganz normal weiter, noch nicht abgebogen. Wenn der weiter geradeaus fährt, dann jetzt fährt er die erste, also die westlichste S-Straße biegt er jetzt ab sozusagen. Also runter zur Hauptstraße. Ja, fährt auch über diese Brücke da, ja. Fährt zur Brücke. Also fährt auf die Hauptstraße, ist jetzt Hauptstraße. Fährt, biegt aber ab, folgt den Bahnschienen quasi.
Okay, bis zur Bahnendstation. Jetzt fahren wir quasi die Parallelstraße, eine kurze, die ganz kurze, da wo ein ganz kleiner Park ist. Ich kann es nur so umschreiben. Ja, ja. Jetzt fahren wir ein bisschen mehr nach Norden. Die zweitnördlichste Straße sind wir jetzt. Fahren weiterhin Richtung Westen. Quasi Richtung großer Kreisverkehr. Fahren wir aber noch nicht. Jetzt biegen wir ab Richtung nach Norden. Richtung da, wo dieser verwurzelte Kreisverkehr ist mit dieser alten Kirche. Sind jetzt in diesem durchgestrichenen Kreisverkehr drin. Fahren, biegen ab. Oh Gott. Da ist ja noch nördlichste Straße, ist halt bei dem Park. Nee, noch nicht. Wir sind jetzt irgendwo in so einer Zwischenstraße, zwischen den beiden Kreisverkehren sozusagen. Oder noch vor dem großen. Okay, biegt okay, jetzt okay. Aber Richtung, Richtung Osten, östliche Parallelstraße. Die nicht nördlichste Straße, die zweitnördlichste, ja, ein Golf hat mich nicht, mich abcrashen, danke. Versucht einfach nur zu wenden und dran zu bleiben, dann macht ihr die Angriffe. Weil ein Porsche vorne reinfahren bringt nichts. Sind jetzt auf zu diesem Monument oder was das ist da, dieses Siegesdenkmal. Richtung Osten. Die Siegessäule Richtung da. Osten, ja. Fahren jetzt Richtung Hauptstraße wieder, da wo dieser Scott Monument ist. Biegen jetzt Scheiße. Wieder ab über die Brücke Richtung Süden. Da, wo dann die S-Straße kommt, die zweite S-Straße. Ah, Drecksscheiß, KI, Arschlochauto. Er fährt jetzt quasi die Parallelstraße zu dieser Castle-Straße. War du links? Ich fahr. Ja, Leute, ja, genau, ihr müsst da. Jetzt fährt er die östlichste S-Straße von dieser Castle-Straße auf die Castle-Straße. Fährt Castle-Straße, fährt Richtung kleiner Kreisverkehr, ganz kleiner Kreisverkehr, biegt vorher aber nach Norden ab. Quasi zur Autobahnunterführung. Nee, biegt wieder ab vor der Autobahnunterführung zu dieser Parallelstraße der Edin, der Carsten-Geschichte. Ja, ich bin enttäuscht. Die Zuschauer sagen schon längst, Mann, Ray, mach den jetzt kalt! Ja, Ray, ich bin hinter dir. Nicht mich, Crash. Nicht. Da, der ist ein Mauer. So, jetzt machen wir einen Platz. Ja, ich halte. Dran einer. Fuck, ich hänge fest. Ich kann noch davor. War da nicht nix sofort, nix sofort, nix sofort? Nein! Na, jetzt glitscht er. Leck mich am Arsch. Ja, der ist. Der hat sich hat ergeben. Ja. Nein! Gesehen. Ja, okay. Ich ziehe uns mal zu denen. Oh! Zack, dass ich Entschuldigung, Porsche, ja. Ihr linkes Rücklicht ist kaputt. Ich wollte es Ihnen die ganze Zeit sagen, aber meine Lautsprecherfunktion hat leider nicht funktioniert. Aber begeben Sie sich zur nächsten Werkstatt und können Sie weiterfahren. Danke. Ja, gut. Ja, ich wäre eigentlich auch. Also, ich hätte weiterfahren können, aber ich dachte mir, das wäre durch einen Glitch jetzt gewesen am Ende. Ja, das hat sich jetzt, glaube ich, eh ein bisschen lang gezogen. Ich meine, ich habe jetzt nur passiv gemacht. Ich glaube, ich habe dir wahrscheinlich den heftigsten Schein gegeben, wo ich volle Kanüle dir hinten reingefahren bin, oder? Wahrscheinlich, oder? Ja, das Lustige ist, die Situation hätte niemals zustande kommen dürfen, wenn mein Team das Hirn eingeschalten hätte. Das ist auch, wenn ich so brutal sagen muss. Als ihr hattet kurz vor Ende noch eine Verfolgungsjagd und ich frag denjenigen sogar noch, hey, wo fährst du lang? Weil er meinte, er ist gerade auf der Hauptstraße und dann sagte er, ja, ich fahre Richtung Westen, aber ich versuche die in der Stadt abzuhängen. Dann sag ich sogar noch, okay, ich fahre Richtung Autobahn. 30 Sekunden später, ey, wir sind da im nördlichen Kreise. Guck nach hinten, 8 Autos. Scheiße. Ja, so ist es manchmal. Ich glaube, 5 haben erwischt, ne? Oder 4. 4 oder 5. Oder ja, wer hat überlebt? Fragen wir mal so. Also einer. Ich hab überlebt. Mit dem Jeep. Also einer. Okay. Das ist aber noch nicht unmöglich zu schlagen. Und ich denke, ihr habt ein sehr starkes Team. Deswegen machen wir jetzt direkt den Cut. Und dann gibt's die zweite Runde. Ich jetzt auf der Racer-Seite, Andi auf der Cop-Seite. Und natürlich mit seinem Team, logischerweise. Also bis gleich. So, da haben wir die Racer für die zweite Runde. Hey, da ist Supra dabei. Aber ich bin's nicht. So, egal. Aber wir sind Felgenbrüder, sehe ich gerade. Und guck mal, Hildegard ist sogar dabei, voll geil. Wir sind Felgenbrüder, sehe ich gerade hier. T37. T37 geht einfach immer, ja. Ja, ich bin im R34, weil Supra war schon weg, ja. Bevor alle heulen, warum ich nicht genommen habe, das Gerät. So, egal, ich würde sagen, wir legen einfach los. Sobald das Chat-Signal ertönt, geht's los. Eine Minute Zeit, die Äußeren zuerst wegfahren und dann immer so weiter. Ja. Jo, tschüss. Immerhin habe ich ein Turboladergeräusch, aber der Rest ignorieren wir jetzt einfach mal. Das ist kein RB26, keine Ahnung, was es ist. Ich habe nur Turboladergeräusche. Oh Gott, ich hätte das Tuning vielleicht vorher überprüfen sollen. Beim Anbremsen untersteuern, beim Rausbeschleunigen übersteuern. Geil. Genau so will ich es haben. Egal. Ich habe jetzt erstmal einen schönen Frontkratzer.
So, 20 Sekunden noch. Oh mein Gott, die Nervosität steigt. Da lacht er. Da bist du der Erste, der weg ist. Wahrscheinlich. Die letzten 10. Ja, ein typischer BMW-Fahrer, der nutzt einfach keine Blinker. 5, 4, 3, 2, 1 und schieß mich tot. Also nicht. Besser nicht. Hey, erschossen. Typischer BMW-Fahrer setzt sich jetzt hinter die KI und hofft, es klappt. Mit Lichtdupe natürlich. Ja. So, und wer jetzt denkt, hey, das ist doch hier irgendwie der komische Nachbau aus Need for Speed Payback oder hey, das ist doch einfach irgendwie der Skyline von JP. Nein und nein. Ich habe den damals in der Folge so aufgebaut, weil ich das irgendwie cool fand mit dem Rot. Unabhängig dessen, dass sie das genauso gemacht haben. Das heißt, das ist die Nummer 3 dieser roten R34-Brüder. So sieht's nämlich aus. Alles bei mir war er blau. Ja, bei mir auch. Ja, blau ist halt Standard, aber ich habe hier so eine ganz spezielle Rot-Mixtur zusammen gemixt. Wenn man mal genau drauf achtet, das ist ein ganz, ganz spezieller Ton, den ich da zusammen gerührt habe. Und siehst nur du. Ja, genau. Ich höre irgendein Fahrzeug auf der Map. Ist jemand hinter mir? Oh, da ist die Hildegard. Oder ist es der Motor, der so klingt, als ob der hinter mir ist? Alter, okay, das wird mich mega in Paranoia versetzen jetzt, das Fahrzeug, glaube ich. Das klingt nämlich so, wie wenn das Motorengeräusch meines Motors, wie wenn der hinter mir fährt. Oh. Oder ist es ein anderes Fahrzeug? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Das hatten wir ja schon mal das Problem, dass wir einen Motor von einem anderen über die ganze Map gehört haben. ich weiß nicht, an wen wir da denken sollten. Naja, egal. RS6 kommt Autobahn Richtung Flugplatz. In der falschen Richtung, aber überhaupt nicht hier. Die Polizei also macht jetzt. Ah, hallo. Verstöße. Hallo, Juma. Ich bin ein bisschen aus, auffällig. Dass du Juma warst. Okay, RS6 ja, folgt nur auf ich, der Autobahn Richtung. Nur ich laufe hier rum wie eine Drag Queen. Fahr hier rum wie eine Drag Queen mit dem Auto. Also RS6 geht schon dort hinter mir, hinter dem BMW. Mein Designer so ultra schlicht ist, ne? Ja, und ich mache hier einfach mal einen Paradiesvogel. Irgendjemand hat sein Mikro extrem nah vor seiner Nase. Oh, wolltest du nochmal erwähnt haben. Ja, und nochmal auf die Thematik einzugehen von der Runde gerade eben an die Zuschauer, warum ich jetzt so lange Andi nicht angegriffen habe. Das war ein safe, sagen wir mal, Catch, dass wir den bekommen, solange ich ihn nicht attackiere. Weil wenn ich ihn versuche zu attackieren, kann es halt immer passieren, dass ich mir immer selber das Auto Kernschrott fahre. Und ihn dann verliere. Und deswegen, das wollte ich mir nicht nehmen. Und 5 Racer geschnappt zu haben, ist halt schon mal echt eine Bank. Und das wollte ich mir einfach jetzt nicht nehmen lassen. Das ist einfach die Erklärung. Klar, ich hätte attackieren können. Klar, es hätte funktionieren können. Aber ja, wenn was sicher klappt, dann setzen wir das einfach sicher um. Haltet euch fern von der Berggrundstrecke, da sind 2 Cops. Haltet euch fern von der Autobahn. Ich fahre gerade mit dem Audi dauernd auf und ab. Ohne Pause. Ohne Pause. Der Motor kriegt keine Schonung. Wir fahren einfach auf und ab. Ich drehe dauernd um 180 Grad, bleib auf der Autobahn, er bleibt schön dahinter. Solange keine Konkurrenz kommt. Wie kann man mich denn auf der Berggrundstrecke verlieren, jetzt ganz ehrlich? Ich hatte das gar nicht. Und du denkst es nur, das ist die Taktik. Hey, irgendjemand atmet immer noch extrem da rein. Also ist ja schön, dass es windet, aber. Denk doch mal an die lieben Zuschauer, die diesen Wind hören müssen und vielleicht ein steifes Genick davon bekommen, von diesem Durchzug. Okay, jetzt Autobahn. Ein Audi und 2 Golf sind da mir. Also Autobahn definitiv vermeiden. Scheiße. Ich fahre auch mal Bergstrecke. Hab ich gehört, das soll's geil sein. Okay, 2 Golfs, ein Audi, ein Ingenieur. Ich hab's jetzt aber auch, dass ich irgendwo immer ein Motorgeräusch höre. Das ist bestimmt der Audi. Jetzt haben wir extra den Audi durch den BMW ersetzt und wir hören die ganze Zeit den Audi. Das kann es vielleicht sein, dass der R26 R Megane saulaut ist vom Motor her? Keine Ahnung. Weil es kommt mal. Natürlich höre ich es jetzt nicht mehr, das war nur am Anfang so. Ach, weil ich bin nämlich in der Nähe von der Berggrundstrecke. Ja, da bin ich auch. Da bin ich jetzt nicht mehr. Achso. Aber auf der Bergungsstrecke habe ich ihn tatsächlich gehört. Ja gut, dann kann ich es wirklich gewesen sein, weil ich bin dann dran vorbeigefahren. Unten an der Strandstraße. Ich bin zugesetzt.
Passt auf der Hauptstraße, da fährt das. Das hat ja aber nicht lang gehalten, dieses, ich war die ganze Zeit auf und ab. Nee, das Ding ist, ich hatte jetzt alle da, also zwei in Ring, zwei Golfs, ein Auto. Die waren halt auch bei Mini-Taktik. Auf der Autobahn. Okay. Ja, vielleicht auch mal an die neuen Zuschauer erstmal herzlich willkommen. Die sich jetzt fragen, was ist denn die Bambini-Taktik? Ne? Also beim Fußball, vor der Jugend gibt es ja die Bambinis. Und da ist es ja meistens so, dass die Bambinis ohne Sinn und Verstand einfach immer den Ball hinterher... Oh, ich darf hier gar nicht langfangen. Ohne Sinn und Verstand den Ball hinterher rennen. Ja, da gibt es ja keine, das ist der Stürmer, das ist Abwehr und so weiter. Da rennen halt alle den Ball hinterher und genau so machen wir es halt mit den Racern quasi alle Cops einfach auf einen. Ohne Sinn und Verstand, ohne taktische Aufteilung. Und deswegen nennt sich das Bambini-Taktik. Kurzer Zwischenruf. Ist jemand am Flughafen? Nein. Nee, ich bin jetzt in die Stadt wieder reingefahren. Weil ich hab Insignia und den R6 hinter mir am Arsch. Okay, ich fahr weiter. Und Insignia kommt ja auch mir entgegen. Ach, genau, jetzt kommt der Golf von da rein und sieht, wie ich meinen Arsch herumschlenke. Das Problem war, ich bin an der Leitplanke hängen geblieben und konnte ihn nicht mehr zerstören, weil die Geschwindigkeit zu tief war. Dann ist ja, ich hab den R6 noch hinter mir. Das ist nicht gut. Oh ja, viel Spaß. Ja, der Insignia hat mich auch schon leicht getroffen. Den anderen Insignia jetzt auch noch auf dem Weg zu dir. Wollte ich mal nur so anmerken. Ja, ich bin jetzt hier in diese kleinen Seitengasse rein. Oh, der Golf ist gecrashed, das ist gut. Oh, shit. Wo bist du, Argos? Castlestraße in der Nähe. Okay. Fahren überhaupt die Eliminator-Trucks noch rum? Nee, gell? Nein, gar nicht mehr. Entschuldigung! Alles gut. Die fahren überhaupt nicht so schnell. Die fahren überhaupt nicht mehr. Es kommt einem so vor, als hätten sie die Frequenz für die Transits deutlich erhöht. Ja, ich sehe nur noch blaue Transits. Das ist furchtbar. Ja, ist echt so, ja. Blöde KI. Das sieht gerade voll schön aus da hinten. Ich einmal die Folge gesehen mit dem Handwerker und der müsste jetzt überall reinkommen. Oh, die war göttlich. Ich fährt jetzt. Also laut dem ersten Feedback der Zuschauer sagen die meisten, dass es geil ist, wenn solche Fahrzeuge, also so Forza Editions auch mit dabei sind. Wollte ich nur mal so kurz angemerkt haben. Ja. Ist jemand auf der Strandstraße? Ja, gleich, warum? Ich bin da mit zwei Cops. Was? Ja, dann fahre ich da quasi weg. Würde ich weil ich fahre jetzt Richtung Stadt. Ich würde da weg. Ja, bin dabei. Du fährst da hin. Schnell weg, glaub, schnell weg. Dann nimm aber am besten nicht die erste Abzweigung. Oh, hi, Ray. Hallo. Fahr schnell weg, ich bin gleich da. Nein, ich hab erst fahr nicht nach Norden, fahr nicht nach Norden. Wohin fahr dann? Nicht die nördlichste Straße, Hauptstraße, keine Ahnung. Ja, und nicht die erste abbiegen, ey. Ich komm jetzt. Ich fahr jetzt. Nein, da ist ein Golf. Nein, böser Golf. Ah, der scheiß rote Golf. Ich hab dir gar nichts getan. Der verfolgt mich wirklich. Ist doch scheiße. Ich hab jetzt an der Parallelstraße zur Hauptstraße habe ich jetzt einen scheiß roten Golf ohne Design. Ja, die Feuerwehrgolfs sind die schlimmsten. Die machen ja, richtig Feuer. Oh, scheiße, sie haben mich gleich. Wie war da vorhin der blaue Golf von mir? Also, zum kurzen Update, ich habe erst 6 und 2 Insignia an mir. Das ist noch wenig, da fehlen noch 2 Golfs. Ich hab mehr als für seine Sirene ein. Gott sei Dank habe ich Frontantrieb, ich kann mich schnell aus den kleinen Gassen da rammen. Hätte vielleicht doch die Sportreifen und mehr Leistung nehmen sollen. Also lang mache ich das hier nicht mehr mit. Ja, die haben ja erst einen bis jetzt. Alles gut. Müssen die nur beschäftigen ein bisschen. Ja, ich versuche sie zu beschäftigen, aber... Ja, sah mich. Michael. Voll was? Okay, Leute. Ja, sorry. Wir waren aber ähnlich gut, also oder schlecht, je nachdem. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Wie viel Zeit bleibt noch? 11 Minuten. Mehr als 11 Minuten. Ja. Es kann jetzt ganz schnell gehen, wenn es blöd läuft. War ich hab den nächsten dran und die krieg ich gerade nicht. Ja gut, Juma hat halt den Nachteil, ich wurde festgesetzt. Dann konnten sie sich teleportieren und er ist da gerade vorbeigefahren, wo sie sich teleportiert haben. Wenn du einmal den Audi hinter dir hast, dann bist du tot. Oh nö. Ja, nee, das waren ja nicht nur der Audi. Der Audi hat mich ja verfehlt. Aber dann kam der Insignia von vorne und der hat mich halt so seitlich erwischt, der schon mal Lenkungsschaden hatte. Und das ist auch bei Front Okay. Jetzt hat mich der Audi erwischt. Oh, da ist ein Insignia. Ganz im... Vom Audi soll man sich nicht erwischen lassen.
davon? Er fällt gerade. Er wird vor dir ganz schneller. Das sind roten. Alter, was ist denn das für eine mega Scheißlaterne? Es ist ein Golf, danke. Der mir gerade vorhin die Seite reingefahren ist. Ich hab doch gesagt, ich verfolge einen Golf. Ja, aber nicht wo. Ja, sind zwei. Ja, wie wo? Er hat mich doch gesehen, dann hast du gewusst, dass. Ja, jetzt müssen wir uns halt rennen, ne? Sonst ist es blöd. Ja, gut, okay, verfolgen komm, sie ja. quasi einen und verfolgen gleich beide. Ha, ja. Komm mal hier nochmal nach rechts irgendwie weg, nach links. Ah ja, da nach links, okay. Er wird eben mich verfolgen, weil ich habe schon ein bisschen Motorschaden, weil ich. Ja, ja, aber wenn er sagt, hey, da ist auch noch der andere, also fahr du dann in die Stadt. Ja, Mario. Weil ich hab so top viel, ich häng ihn gerade ab. Das war eine scheiß Idee, folgt die nächste. Oh nein. Ich habe jetzt drei Cops hinten dran, ich glaube, das wird's ja, Ende. Und für mich. Du hast zwei Golfs, also fehlt nur noch ein Cop. Ich bin gerade an der Berggrundstrecke mit drei ja, Cops. Ja, super, da fahre ich jetzt gerade hin. Okay, oh nein. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen aufhören. Ich fahre mal, glaube ich, danach Richtung. Out, nein, diese scheiß Mauer. Raid-Gedächtnismauer mal wieder mitgenommen, natürlich. Wieso untersteuerst du so auf der Bremse? Das ist doch kacke. Gerade eben eine Runde noch vorgewarnt. Ich glaube, bis jetzt haben wir nur Lackschaden, würde ich behaupten. Ich habe meinen Spoiler schon verloren. Da ist ein Golf! Hallo, Golf! Tschüss, Golf! Also die Punkte auf der Karte sind auch Gold wert. So witzig aus. Ja, das sieht echt als witzig aus, als Zuschauer. Müsste man schon fast aufnehmen, dir dann schicken, damit du es einbauen kannst. Ja. Ja, das haben ja manche schon gemeint, dass man irgendwie so das einfügen kann, irgendwie, aber das ist halt technisch fast nie möglich eigentlich. Ja, ja. Ich glaube, dem Golf bin ich hingekommen. Oh, das war nicht gut. Hoffe es mal. Die 71. Die Berggrundstrecke wird mein Ende, Jungs. Ja, sieht man. Das war's. Da aber noch fallen nicht. Sie wie die Fliegen. Naja, man kann immerhin sagen, dass die Teams relativ ausgeglichen sind. Jungs, Dreckstallkurve, das könnt ihr nicht. Ha! Ich bin gerade überlegen, wo fahre ich denn jetzt hin? Verdammt, ich glaube, ich bin mal ganz nach Norden oder so. Ja gut, wenn jemand Kopf sind, also ich bin auf der Autobahn und ich entkomme dem wahrscheinlich auf der Schandstraße, weil ich top wieder. Wo habe. Bist du auf der Autobahn? Ich bin nämlich auf der Autobahn. Ich fahre zu Ray. Ich war vom nördlichsten zum mittleren Kreise. Ja, wow. Ich war genau. Ich glaube, ihr seid gerade. Ja, okay, wir sind uns gerade perfekt an der Kuppe entgegengekommen. Ich glaube, das haben die nicht mal gesehen, hoffe ich. Hau ab! Ja, ist mir egal. Ich fahre hier gerade 42, deswegen. Ich bin raus. Nein, Moritz! Ich wollte dir doch noch so viel erzählen! Wir können es nachher machen, nach der Aufnahme. Ja, willst du mir sagen, dass ich nachher auch im Knast lande? Das will ich aber gesehen haben, du. Und ich warte jetzt nicht, bis du zweimal lebenslänglich abgesessen hast, ja? Wir brauchen nur weil du keinen TÜV-Endrohr warum fährt er jetzt gerade zufällig einen Golf lang? Nur weil du keinen TÜV-Abgasanlage hattest, ey. Das ist krass. Die Gesetze werden immer schlimmer in Großbritannien. So ist das dann nämlich. Oh, ich muss den abhängen, egal was passiert. Ich will diesen Buff schon drehen. Wobei ich dachte, die Zeit vergeht ja gar nicht. Vorher dachte ich, die Zeit ist voll gegen uns. Jetzt ist sie wieder voll gegen uns, aber anders läufig. Ist sie immer noch gegen uns. Wie viel Zeit haben die Kopf drauf? Viel zu viel, ey. Die haben noch 6,5 Minuten. Plus halt Overtime, wenn eine Aktivverfolgung stattfindet. Wer ist jetzt eigentlich noch da von den Racern? Ich. Wepper, Ray und Planlos? Weiß ich schon nicht. Ich bin auch schon raus. Oh, okay. Also nur noch zwei. Wow. Also müssen die zwei überleben. Die Ray, zwei JP-Designs. Du dürftest überleben. Zumindest länger als 25 Minuten 20. Ja, nee, das Problem ist, der fünfte muss so lange überleben. Weil wir haben fünf erwischt. Wenn die jetzt den fünften erwischen, schon vor der Zeit, dann haben die gewonnen. Ja, aber ihr seid nur noch zu zweit drin. Ja, yeah, wir sind nur noch zu zweit, ja. Und einer ist gerade. Ist in den Wäldern alle erwischt? Was habt ihr gemacht? Ich hatte zu wenig Leistung eingebaut. Ja, ich hatte vielleicht die drei schnellsten Einheiten an meinem Arsch. Zu wenig Grip eingebaut. Ich habe drauf vertraut, dass die Supra wieder viel zu viel Leistung entwickelt und habe extra die Rennreifen und breites Schlappen draufgepackt und es ging halt natürlich gar nicht. Oh, warum? Ich mache eine Finte und der.
ist natürlich zu weit weg gewesen, um auf die Finde reinzukommen. Okay, Golf, du bist aber dumm. Was, warum fährst du nicht aufs Heck? Also hinter dir sind Cops oder was? Ray, wo bist du gerade? Ja, mindestens also perfekt, zwei Cops, glaube ich. Also einer auf jeden Fall. Ray, wo bist du gerade? Strandstraße Richtung Süden. Ah! Umdrehen. Oh, wir das auf der Karte. Du hast keine Verfolgung, oder? Nein, deswegen ja. Robb da, er wird langsamer, andere Richtung. Alarm. Ja, ich versuche dann auf die südliche Dings zu kommen. Und dann auf Autobahn, das ist mein Ziel jetzt. Ich darf. Wie das aussieht. Die Polizisten so wie an der Perlschnur. Ja, ich versuche jetzt erstmal, versuche aber nicht zu viel zu spoilern jetzt gleich, ne? Nee, sonst ich sag nicht, wo die sind, ich sag nur halt, dass da Polizisten an der Perlschnur. Oder wird's gleich? Komm bitte. Oh nein! Ganz knapp. Schade. Oh, das wäre zu schön gewesen. Oh. Das wäre so eine geile Kollision geworden zwischen den Cops. Ich hätte gelacht. Oh oh. Anspannung steigt. Oh, der Verkehr. Warum ist das so viel Verkehr sein? Wow. Oh mein Gott, was war das gerade für ein Lag? What the fuck? Der Lag hat mich gerade gerettet, weil ich bin voll durch den Siedler durchgefahren. Kein Wunder, dass du verfolgt wirst. Boah, aber es leckt aber auch echt gerade ein bisschen, ne? Ja, das Lobby ist auch ein bisschen scheiße heute. Ist mir egal. Generell heute Forza hat wieder Macken mit der Lobby. Und tschüss. Oh, heute gibt's Chicken, glaube ich. Ich habe gerade eine komplette Herde Chickens abgeknallt. Nice. Oh, super. Ich seh abgeknallt. Nein. Also das kann kommen zum Anti-Lake-Auspuff oder wie? Backfire. Wow, ich fahr raus direkt. Da war schon der Piss-Golf auf mich. Gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Nervt doch nicht. Wie viel Zeit muss ich noch überleben? 3 Minuten. Ja. Über 3 Minuten. Moritz, meinst du, das könnte knapp werden? Wieso ist der so schnell? Die Golf habe ich noch niemals so gebaut. Du hast die Golf scheiß schnell gebaut. Ich hab meistens die Insignia abgezogen beim Beschleunigen. Also wenn du irgendein Teil in dem Baujahr auf die Beschleunigung bringen willst, na Halleluja. Bitte fahr jetzt nicht an der 2 Millionen Villa lang. Nee, aber ich bin nicht spoilern, Nähe. Leute. Wo bist du denn? Er ist doch selbst. Nee, er ist doch kein Spoiler. Er ist okay. Ach so, er ist doch drinnen. Er sagt nur eine Bitte an Ray. Crap, er ist doch drinnen. Ray, wo bist du gerade? Autobahn nach Norden. Bist du schon am Mittlandkreis vorbei? Ja. Perfekt. Dann ist ganz einfach. Crap, du musst ganz normal überleben. Und Ray muss jetzt 5 Minuten 30 rausziehen da Overtime, oder wie war? Ich häng den einfach ab, den Lappen. Ich fahre wieder Autobahn Richtung Flughafen. Jetzt pass auf, allein weil ich das gesagt habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt nicht so Karma. Ich sehe es schon. Keiner da. Schnell. Ich versuch, Punkte okay, ich hab den Audi schon an der Backe. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ach schon? Jetzt erst. Jetzt komm, Ray, jetzt schalt den zweiten Turbo zu. Ja, gern. Nos. Wo ist das Nos, wenn man es mal braucht? Auf A. Nein, halt, das ist die Handbremse. Wieso ist der so schnell, Mann? Das ist doch lächerlich. Ihr könnt mich alle. Wie das auf der Karte aussieht. Wie so eine Raupe. Ja, fahr mir hinten rein, ist okay, dann machst du nur dich kaputt. Bitte fahr jetzt nicht auf die Strandstraße, weil das ist jetzt mein Plan, auf die Strandstraße wieder zu fahren. Oh Gott, ja, ich dreh ja schon um. Ja, wow, und jetzt werde ich gefasst wegen dir. Och Mann. Du könntest es auch sagen, ne? Ich war noch nicht da drauf. Ja, jetzt haben sie mich, glaube ich, oder? Nee, ich schaff's gerade noch zu entkommen. Glück gehabt. Aber ich habe meinen Heckflügel verloren. Ich hab ziemlich Motorschaden jetzt. Wenn Ray die Kondition setzt, weil du bist ja gerade allein, Körper, dann kannst du fahren, wo du willst. Ja, Ray hat ein paar Polizisten hinter sich. Ja, stimmt, aber die könnten sich dann aufteilen. Alle halten. Ich muss. Nee, Strandstraße ist zu viel Speed. Ich habe zu viel Motorschaden jetzt mittlerweile schon. Der Stadt ist aber auch gefährlich, da haben sie mich Speed. Oh, ich krieg die Kurven nicht, Alter, das gibt's nicht. Das Ding ist so eine untersteuernde Kackpisse. Ja, lass mich halt nicht auf die Straße zurückfahren. Du bist auch ein richtiger Held, ey, Insignia. Du bist ein richtiger Plepp, ey. Ah ja, Mann, es steht extra in den Regeln, dass man zurückfahren lassen soll. Und er fährt extra davor, dass ich noch Schaden krieg. Klar, es sind nur ein paar Prozent, aber es ist trotzdem nervig, sowas. Ja. Mann!
Ich glaube, Quepper ist gleich die Zeit. Ich glaube, wir haben das Salz aus dem Meer ein bisschen umgeleitet. Oh, jetzt haben sie mich. Nee, haben sie nicht. Doch, haben sie. Ja, mein Getriebe ist halt am Arsch. Komm, ich gebe direkt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, gut. Jetzt hat. Jetzt. Ja, jetzt haben sie eh gewonnen. Ja, gut, sie können dich halt noch kriegen, ja. Ja, dann im Moment steht so Gleichstand. Nee, ja, aber sie haben gewonnen. Warte, wir haben gleich Overtime, ne? Oh ja. Nicht vor der Overtime. Also, die haben auf jeden Fall gewonnen. Aber ist ja egal, haben sie ja gut gemacht. Beziehungsweise sie haben halt den einen oder anderen von uns ein bisschen zu schnell gekriegt. Aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass so viele schon raus waren. Ding ist, ja, die haben auch die Arme gefahren dieses Mal. Es war ja wirklich so, ich wurde genommen, Yuma wurde gesehen. Zack, nächste. Dann wurde Eragus gesehen, es war wirklich so an der Kette. So, wo bist du gerade? Ich will dich verfolgen. Ich bin gerade Schrandstraße. Also hoch. Ja. Ah ja, okay. Wie ich gesagt habe vorhin. Ja gut, Zeit ist vorbei, hast es geschafft. Alles klar, also ab zum Airport. Ich kann ja auch hinfahren sogar. Oh Mann. Es waren aber gute Runden. Schon festsetzen sollen. Glückwunsch! Unentschieden. Wupp, wupp. Ich möchte aber nochmal dran erinnern, ich weiß, es ist jetzt total kleinkariert und es ist jetzt auch nicht entscheidend gewesen. Aber es gibt so eine Regel, die besagt, dass man bitte, wenn Racer off-track kommen, ihnen die Möglichkeit gibt, wieder zurückzufahren. Das heißt nicht, dass ein Insignia quasi dann, wenn ich versuche, weil mein Pisskarre so untersteuert und ich die Kurve nicht kriege und off-track komme, nicht dann beim Versuch, wenn ich wieder zurück auf die Straße fahre, mir direkt quasi vor die Front knallt, ohne bevor ich so richtig wieder auf der Straße bin. Ja, wie gesagt, ist kleinkariert, ist nicht schlimm, das war nicht entscheidend, aber nur so fürs Protokoll. Naja, so wie ich das verstanden habt, hat euer Cop-Team das vorhin doch genauso gemacht einmal. Ja, und zwar mit dem Q da. Ihr habt mich auf dem Rasen komplett in die Wand gerannt, da warst du nicht dabei beteiligt. Das habe ich da nicht gesehen, ich kann ja nur sehen, was ich sehe. Aber das gilt ja für alle. Das kann wirklich sein, ja. Ja, das ging jetzt an Eragos und Crapper, die sind die Insignia gefahren, glaube ich. Das gilt auch für alle CVR-Formate, das gilt auch für die Zuschauer oder für die Leute, die zukünftig mal dabei sein wollen. Auch an die Zuschauer hier nochmal der Hinweis, falls du auch mal bei einer Multiplayer-Folge dabei sein willst, in der Videobeschreibung findest du den Videolink. Da auch nochmal weiterer Hinweis für diejenigen, die schon mal bei einer Folge dabei sein oder waren und noch dabei sein wollen. Die nächsten zwei Wochen sind die Aufnahmen montagabends, nicht dienstagabends, wegen Weihnachten und Silvester. Das auch nochmal als kleiner Hinweis, hätte ich am Anfang sagen sollen. Ist egal, die zeige ich es jetzt. Ich sage es wahrscheinlich in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht entscheidend, ist auch nicht schlimm. Es ist nur so eine allgemeine Regel, die das nochmal halt besagt, dass man das eben nicht machen soll, dass man den Weg quasi nicht versperren soll, wenn jemand wieder zurückfahren will. Oder das ausnutzt, dass jemand wieder zurückfährt, dass man ihn rammt. Weil sonst könnte der Racer auch sagen, weißt du was, ich fahre einfach Offroad weiter und fahre gar nicht mehr auf die Straße zurück. Und genau das wollen wir ja nicht. Deswegen einfach allgemein gesagt, alles cool. Anisim hat gewonnen, die haben schneller 5 gekriegt, deswegen Glückwunsch, gut gespielt und ja, ich hoffe an alle Zuschauer, euch hat es gefallen, wenn dem so wäre, lasst ein Däumchen nach oben da, alle Sichten in der Videobeschreibung verlinkt, mir hat es auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht, das nächste Mal tune ich das Fahrzeug vielleicht vorher, bevor ich einfach irgendwas nehme, was so im Fuhrpark rumgeistert, aber das ist alles gut, ja, macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss.